Den Anfang macht heute ein Unternehmen, wo ich manchmal nicht so gerne auf die Nachrichten schaue, denn wenn bei mir auf der S-Bahn steht, fällt aus, dann ärgere ich mich ein wenig. Init kann zwar nichts dafür, dass die Bahn ausfällt, stellt aber dieses Schild unter anderem auch her. Was macht man mit der Aktie? Ja, man peilt nun auch den asiatischen Markt an. Da ist man ja bisher kaum präsent gewesen. Vorerst will man da aber sich erst auf entwickeltere Regionen wie zum Beispiel Singapur oder Hongkong konzentrieren. Vorbild ist der Markteintritt in die USA. Dort ist man oder war man bereits 10 Jahre nach dem Markteintritt schon Marktführer. Und das will man jetzt in Asien wiederholen. Allerdings wegen der erforderlichen Investitionen könnte allerdings erstmal eine Dividendensenkung anstehen. Wie stark ist noch nicht klar. Kurse um 17, 18 Euro könnten aber als Basis für einen ersten Kauf dienen. Also Init, was fürs Depot? Wie sieht es da aus mit GK Software? Da gab es jetzt Zahlen. Der neue Monatsumsatz, der ist um 37% gestiegen auf 42 Millionen Euro. Das EBIT blieb allerdings mit minus 3,3 Millionen Euro in der Verlustzone. Verantwortlich für die Kosten sind, oder verantwortlich für die roten Zahlen sind Kosten für die Übernahme von Data Business Systems. Diese Übernahme hat allerdings auch zu einer deutlichen, spürbaren Umsatzbelebung in den USA geführt. Man konnte auch neue Kunden gewinnen. Und auch die Kosten, die damit verbunden sind, die dürften jetzt so langsam nachlassen. Der Vorstand erwartet auch ein sehr starkes viertes Quartal. Kurs hat allerdings in den letzten 2 Wochen schon viel vorweggenommen. Ich würde einen Rücksetzer auf 32, 33 Euro abwarten und dann einsteigen. Dann kommen wir von der Softwarebranche zur Feldbranche, zur Ackerbranche, KWS Saat. Wie sieht es da aus? Da hat man jetzt im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen saisontypischen Betriebsverlust gemeldet, der mit 47 Millionen Euro allerdings ein Drittel höher ausfiel als im Vorjahr. Es gab negative Währungseinflüsse aus Südamerika und Osteuropa und auch gesteigerte Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Die Prognose für die EBIT-Marge, die wurde leicht auf 10% gesenkt. Derzeit ist die Aktie bestenfalls eine Halteposition. Dann kommen wir zu Sartorius. Ein Problemkind oder sollte man jubeln? Die Zahlen im ersten Dreivierteljahr, die waren sehr gut. Der Umsatz ist um ein Drittel gestiegen, das Periodenergebnis sogar um 2 Drittel gestiegen. Nun will man durch Akquisition auch die vergleichsweise ertragsschwache Laborbedarfssparte ins Visier nehmen. Potenzielle Kandidaten in dem fragmentierten Geschäft sind allerdings oft zu teuer. Das heißt, die Auswahl dürfte schwierig sein und auch ein bisschen dauern, bis man da entsprechende Kandidaten gefunden hat. Dennoch ist man zuversichtlich unterwegs. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 15% per annum steigen. Und wenn man sich jetzt mal den Kurs anschaut, der Vorzugsaktien, wenn die den Sprung über die 220-Euro-Marke nachhaltig schaffen, sind ja ganz knapp drunter, dann sollte man aufspringen. Anfang der Woche hat Nike ein ganzes Bündel Überraschungen geschnürt, positive Überraschungen für die Anleger. Sollte man die Aktie jetzt noch kaufen? Ja, da hat man jetzt ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 12 Milliarden Dollar gemeldet. Zusätzlich soll noch ein Aktiensplit im Verhältnis 2:1 kommen. Auch im operativen Geschäft läuft es ja glänzend. Die letzten Quartalszahlen haben stets die Erwartung übertroffen. Und auch im Ende Mai abgelaufenen Geschäftsjahr, da konnten neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn vermeldet werden. Allerdings nach dem Kursgewinn der letzten Monate ist die Aktie momentan nur noch eine gute Halteposition. Vielleicht mal schwächere Tage abwarten, um dann erst wieder einzusteigen oder nochmal zuzukaufen. Zum Börsenstart war Ferrari ein Renner. Rennt die Aktie immer noch? War relativ enttäuschend nach dem IPO eigentlich. Der Kurs ist bei Saldo zurückgekommen. Man hatte ja erstmal nur das Listing in New York gemacht und jetzt ab Jahresbeginn 2016 soll die Aktie auch in Mailand gehandelt werden. Dann allerdings wird auch zeitgleich die Abspaltung vom Mutterkonzern Fiat Chrysler vorgenommen. Das heißt, es kommen nochmal massiv mehr Aktien auf den Markt. Bisher sind ja nur 10% gelistet gewesen, sodass mehr oder weniger auch Knappheitspreise gezahlt worden sind. Momentan ist die Aktie lediglich eine Trading-Position, vielleicht mit einer Kursperspektive bis 45, 46 Euro. Aber spätestens zum Jahresbeginn, da sollte man dann vorsichtiger werden. Der Streik bei der Lufthansa ist abgewendet. Sollte man die Aktie jetzt auch wieder dem Depot zuwenden? Ja,
Erstmal natürlich eine positive Nachricht. Lufthansa hatte in den letzten Jahren sowohl durch die Streiks der Piloten als auch der Flugbegleiter doch extrem gelitten. Aber das Problem ist jetzt erstmal nicht beseitigt, jetzt was diesen Streik der Flugbegleiter angeht, sondern das Problem ist nur verschoben auf den 2. Dezember. Dann wird man nochmal neu verhandeln. Also ich glaube, mehr als 14 Euro sind im Kurs derzeit kaum drin. Ich würde da jetzt nicht aufspringen. Die Frage ist, springt Potash nochmal bei K+S auf? Man munkelte, dass ein neuer Versuch in der Luft liegt. Wie ist Ihre Einschätzung? Ja, da wurden jetzt Spekulationen nochmal hochgekocht, Übernahmespekulationen nochmal aufgewärmt. Angeblich will Potash im Frühjahr 2016 einen zweiten Versuch starten. In operativer Hinsicht bei K+S, da sieht es weiterhin düster aus. Erst kürzlich hat man die Prognose für das operative Ergebnis nochmal gekürzt. Momentan, kurzfristig, könnte der Kurs wegen der aufgewärmten Übernahmespekulation noch mal was weiter laufen. Da sollten sich allerdings nur hartgesottene Spekulanten dran beteiligen und auch vor allen Dingen mit einem engen Stop-Loss-Limit absichern. Da kann die Bombe jederzeit wieder platzen, dass die Übernahme doch nicht stattfindet. Dankeschön für die Auskünfte, Herr Kantem. Also, meine Damen und Herren, wir sind am Ende vom Schnelltest und damit am Ende der heutigen Ausgabe von der Aktionärsbrief TV. Schön, dass Sie mit reingeschaut haben. Morgen geht es bei uns weiter mit Licht und Schatten und da blicken wir in die Gasbranche. Air Liquid hat Linde vom Thron gestoßen, aber welche Aktie ist trotzdem eher was fürs Depot? Das verraten wir Ihnen morgen.